Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, gestern im Video haben wir ja den Licht-Dungeon hier besiegt, vom neuen Doppelgänger-Dungeon, der herausgekommen ist. Und heute wagen wir uns in diesem Video hier in die Schattenwelt-Version. Ich bin gespannt. Ich hatte schon jetzt mittlerweile gesehen gehabt, dass der Dungeon ziemlich, ja, ziemlich hart sein soll. Nicht so hart wie der Olymp. Aber trotzdem ziemlich, ziemlich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir den heute besiegen werden. Da zweifle ich dran. Ich bin aber mal gespannt, bis zum wievielten Gegner wir heute kommen werden. Ne? Ansonsten sind, ja, hier zählen ja jetzt auch wieder die Begleiter mit. Meine Begleiter sind jetzt nicht so gut ausgerüstet. Ich meine, die haben alle Legendary-Items so, aber sind jetzt auch nicht krass verbessert, haben keine Legi-Steine großartig. Haben zwar maximalen Waffenrunenschaden so, aber ja, generell geht hier und da vielleicht noch eine bessere Rune, hier und da noch ein besseres Item, hier und da noch ein besserer Stein. Aber so viel Wert lege ich halt nicht auf meine Begleiter und da verkaufe ich lieber die Steine und hole mir davon ein paar Skillpunkte für mich selbst, anstatt diese hier meinen Begleitern zu geben. Ne? Und so viel, ja, Erfahrung ist es ja jetzt nun auch nicht, was mir die hier geben. Also klar, 300 Millionen ist schon eine ordentliche Hausnummer, so, ne? Aber ob ich den nun früher oder später bekomme, ist jetzt nicht so wild, ne? Und deswegen, ja, gucken wir mal, wir gehen mal rein. Der tanzende Pilz hier Stufe 400, ne? Und anscheinend besiegt den schon mein Bertram, ja? Weil hier kein weiterer Knopf hier mehr zu sehen ist. Ist der tanzende Pilz wohl gegen meinen Bertram gefallen? Gut, damit habe ich jetzt nun nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, dass der erste Gegner zumindest meinen Bertram schon weghaut. Aber anscheinend, ja, ist der jetzt noch keine so große Herausforderung, wenn den selbst mein Bertram packt und hier sogar einen Milliardenkrit raushaut von meinem Bertram, Alter. Das habe ich ja auch noch nie gesehen, ey. So, Kundschafter. Ja, das. Oh, das ist sogar besser, das Item. Ach so, weil das hier auch ein, weil das hier auch ein Epic ist. Ja, also ein paar Epics habe ich hier und da schon dazwischen. Ne? Aber ja, ich musste auch Rune wieder tauschen, 48 Stats und vor allen Dingen die Rüstung, die Minusrüstung gefällt mir gar nicht. Ansonsten 48 Stats schmecken schon. Allerdings kommt da jetzt auch bald wieder der legendäre Dungeon und eventuell kriege ich da auch ein paar Schuhe für meine Kunigunde. Deswegen werde ich die jetzt hier weiter nicht großartig equippen. Das ist ja eine Sache, ja, das könnte man schon. Ne, ich werde mal gucken, ich werde mal schauen, dass ich die Sachen vielleicht sogar noch verwandelt kriege irgendwie und da noch ein paar mehr Kristalle rausbekomme. Ne, aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Ich sehe jetzt auch nicht, ich hatte gar nicht drauf geachtet, die haben hier keine. Kein Feuerschaden, also kein Elementarschaden so, ne, weil in den anderen Dungeons hier, da wird das ja angezeigt, die machen hier Eisschaden und widerstehen Eisschaden so zum Beispiel, aber ist ja ganz gut, dann wollen wir gar nicht hier auf die Runen achten. Alter, was ist denn mit dem Bärtrahmen, Alter, holy shit, der geht ja hier durch wie Butter, aber ich glaube, ich bin echt überwältigt, dass der Bärtrahmen die ersten zwei Etagen hier auch packt. Ich glaube, der zieht nachher noch ziemlich hart an der Dungeon. Also ich glaube, so das hintere Viertel von diesem Dungeon hier, ich glaube, das wird mir noch ganz schön ja, zu schaffen machen. Ich bin, wie gesagt, nicht der Meinung, dass ich den Dungeon hier schaffen werde. Aber die ersten Etagen sehen schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wir haben hier eine Kriegermaske. Okay, die ist schlechter, weil wir ja hier auch ein Legi-Item drin haben. So, dann gucken wir mal weiter. Immer noch der Bertram hier solo unterwegs. Wir sind jetzt schon bei Gegner 3 und bisher regelt der Bertram hier alle Kämpfe alleine. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin gespannt, ab wann wir ins Spiel kommen, ab wann erstmal der Markwart ins Spiel kommt und ab wann denn die Kunigunde ins Spiel kommt. So, ne? Das sind natürlich auch noch ein paar Begleiter, bevor ich dann nachher am Ende rankommen werde. Ne? Und ich bin echt mal gespannt, wie weit wir hier in dem Dungeon, ja, voranschreiten können.
Weil ich hatte tatsächlich schon gesehen, dass hier Leute, die teilweise irgendwie 590 oder so sind, die irgendwie bei dem letzten Gegner oder so ein bisschen rumstruggeln. Deswegen interessiert mich das mal sehr. Ich lasse auch den Kampf hier durchlaufen, weil mich das interessiert, wie hoch die Crit-Treffer nachher von Bertram hier sein können. Das finde ich ziemlich interessant, weil das ja lange Kämpfe sind. Hier eine Milliarde Crit, das ist unglaublich viel für Bertram. Das habe ich noch nie gesehen. Und man muss ja den Dungeon auch ein bisschen zelebrieren, weil so schnell wie er halt kam, so schnell ist er ja auch wieder weg. Man hat es gesehen in der Lichtwelt. 1,1, 1,3 Milliarden Crit von Bertram. Es ist natürlich, hat natürlich auch damit zu tun, dass ja, die Rundenanzahl, umso höher oder umso länger die Runde dauert, umso größer wird auch der Schaden. Ne? Und deswegen finde ich das ziemlich interessant, vor allen Dingen nachher bei, ja, weiß ich nicht, Kunigunde oder vielleicht mich nachher zum Schluss oder Marquardt, wie das da aussieht. Okay, jetzt kommt schon der Marquardt ins Spiel hier. Ne? Also jetzt wird es langsam schon schwieriger. Ne? Und ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt nachher die Begleiter abschneiden werden, Marquardt und Kunigunde, weil das sind echt lange Kämpfe, weil die Gegner haben hier sehr viel Leben. Ihr seht, der hat jetzt hier schon 8 Milliarden. Ne? Haut nicht so viel Damage raus, ist ein Kundschafter, ne? Kann auch ausweichen, wenn er will. Und deswegen ist das wahrscheinlich schon der erste Gegner, der uns hier auf die Mütze gibt. Wir skippen mal den Bertram. Boah, was? Was? Alter, der Bertram, Junge. Der Bertram. Holy shit. Der hat den Gegner auch fast alleine wieder auseinandergenommen. Aber es fängt jetzt schon so langsam an, dass die Gegner hier schwächeln, dass meine Begleiter schwächeln hier. So. Oh, okay, gut. Nicht ganz. Weil jetzt ist wieder der Bertram hier solo unterwegs. Ist jetzt ein Stärkegegner hier. Boah, jetzt schon so viel Schaden rausgehauen. Und der macht kaum Damage tatsächlich gegen mich. Das ist schon unglaublich. Ich glaube, im Olymp sah es bei der Dungeon-Etage schon ein bisschen schlechter aus als. Ja. Aber was ist das eigentlich für ein Balancing? Fällt mir gerade mal auf. Der Gegner davor, das war ein Geschick, das war ein Kundschafter. Der hatte 8 Milliarden Leben. Und jetzt ist hier. Ein Krieger mit 5 Milliarden Leben. Ein Krieger mit 5, also mit weniger als ein Kundschafter. Ich meine, der hat ein bisschen mehr Stärke als Haupt, also hat ein bisschen mehr Hauptattribut als jetzt der Kundschafter. Davor bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Aber das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber wir schauen mal weiter. Mal gucken. Also, Bertram hier weiterhin solo unterwegs. Wir gucken auch mal auf das Gold, was wir bekommen. Okay, dann war das so tatsächlich, dass wir hier in der Schattenwelt nur 1000 Gold bekommen, aber in der Lichtwelt ein bisschen mehr Gold bekommen haben. Ja. Und wir sind ein Level up. 579 haben wir erreicht. Das ist natürlich ganz nice. Jetzt geht es schon bald auf die 580 zu. Das ist sehr cool. Da freue ich mich sehr. Ja, vor allen Dingen auch natürlich meine Goldgrube. Der geht es natürlich umso besser dadurch. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier die ja, zwei Level gemacht haben, gestern und heute schon, haben wir jetzt unseren ja, pro Stunde ja, Durchschnittsgeschwindigkeit, was wir hier produzieren, auf 8 Millionen jetzt hochgestockt. Das war vorher bei 7, noch was. Das ist sehr nice. Ja, also dahin geht auch auf jeden Fall sehr cool. Und wir sind hier beim sechsten Gegner. Hier muss auch wieder der Marquardt ran. Ich bin gespannt und mal gucken, ab wann wir nachher denn die Kunigunde sehen, ab wann wir nachher mich sehen werden und ab wann wir dann nachher anfangen müssen, ein bisschen reinzupilzen. Ja, jetzt haben wir hier, ja, was ist das? Es scheint ein Magier zu sein oder so, weil Geschicke und Stärke. Ne, Intelligenz hat er hier am meisten, klar, habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt kommt der Marquardt hier das zweite Mal ran. Ja, mit den gleichen Waffen bekriegen sie sich hier, das hört sich sehr lustig an. Eine Milliarde Crit hat er rausgehauen und 1,1 Milliarden. Aber dennoch weiterhin kein Problem für uns. Ja, und bekommen hier ein Item auch für den ja, Marquardt. Aber damit können wir jetzt auch erstmal weiter nichts großartig anfangen. So, wir haben noch Platz genug im Inventar. Ne, ich werde mal nachher schön schauen, dass ich die ganzen Items hier vielleicht noch eine Stufe höher kriege oder dass ich die halt verwandle, ne, beim Schmied Aussehen ändern und dann kriegt man da ja ein paar mehr Kristalle raus. Mal schauen, das mache ich jetzt noch nicht. Und jetzt kommen wir hier zur 7. von 10. Oha! Okay, jetzt kommt aber ein ziemlich fetter Power Spike hier. Das ist okay. Okay, alles klar. Also, das, ja, ich hatte mir schon fast gedacht, dass irgendwo die nachher richtig hart
anziehen, die Gegner. Die ersten waren ultra leicht gewesen. Und jetzt kommt hier die Kunigunde auch noch als erstes Mal, das erste Mal dran. Und die Kunigunde schafft das nicht mal. Ich muss auch noch ran. Also das könnte jetzt schon ein knapper Fight werden hier. Könnten jetzt auch vielleicht sogar das erste Mal verlieren. Mal schauen. Ja, und der Gegner hat hier als Geschick, das ist ein Geschickgegner, das heißt, er kann auch ausweichen. Als Geschickgegner hat er 16,2 Milliarden Leben. Das ist schon, das sind schon Werte, sag ich mal, vom Leben her. Die gehen schon in Richtung Olymp. Da haben die Gegner auch teilweise so viel und natürlich auch noch mehr Leben. Aber das ist, ja, so ein Leben habe ich sonst nur im Olymp gesehen. So, wir machen hier teilweise 1,4, 1,3 Milliarden Crit-Treffer. Und jetzt muss ich mal gucken. Jetzt schauen wir mal, jetzt ist die Kunigunde dran. Und die scheint das anscheinend nicht alleine zu packen. Das heißt, wir müssen noch an die Reihe. Und ich glaube, den Gegner könnten wir eventuell noch besiegen, weil wir sind bei Kunigunde, sind jetzt schon bei über der Hälfte. Wir skippen mal. Und jetzt kommen wir das erste Mal ran. So, wir sind auch... Ja, wir halten ein bisschen was aus, hauen ein paar Crits raus, noch ein Crit vielleicht, nee, aber den sollten wir noch packen. 1,9 Milliarden, fast 2 Milliarden Crit haben wir jetzt hier an dem Gegner rausgehauen. So, das wird jetzt schon ziemlich kriminell. Ich bin gespannt, wie jetzt der nächste Gegner aussehen wird, ja, ob wir jetzt da schon Probleme kriegen oder nicht. Ne, warten wir es ab auf jeden Fall. Wir packen mal ein paar Epics hier rein, da kümmere ich mich nach dem Video nach. Kümmere ich mich nach dem Video drum. So, und wir schauen mal Dr. Abawuwu, 8 von 10. Wir müssen wieder ran. Werte sind ungefähr dieselben, nur dass wir jetzt einen Intelligenzgegner vor uns haben, ja, der minimal weniger Leben hat als die Kunigunde davor, Stufe 500, und hat, ja, also ultra viel Ausdauer und halt Intelligenz halt auch viel so. Das heißt, ja, wir können leider mit unserer Kunigunde gegen den Gegner hier relativ wenig aus, ja, relativ wenig was gegen machen, weil die Kunigunde halt nicht ausweichen kann, so, ne? Das ist halt ziemlich schade. Deswegen wird die wahrscheinlich auch nicht viel Damage machen. Und jetzt kommen wir schon das erste Mal ran und das sieht mir nach einem Kampf aus, den wir höchstwahrscheinlich verlieren werden, ja? Den Kampf werden wir wahrscheinlich nicht packen. Ich bin gespannt. Ja, wir hauen starke Crit-Treffer raus. Wir hauen schon starke Crits raus, aber jetzt haben wir das erste Mal verloren. Bei Etage 8 haben wir jetzt das erste Mal verloren. Und die letzten Gegner sind, glaube ich, die, die wirklich ziemlich hart sind. Und ich glaube, hier ist tatsächlich auch schon Endstation. Ja, wir können den Gegner noch ein paar Mal tryen. Werden wir auch machen. Wir werden ein bisschen mal die Enter-Taste betätigen. Aber ich hatte mir das schon so fast gedacht, dass wir jetzt nicht großartig weiterkommen werden, weil ich, wie gesagt, schon Screenshots von 590ern gesehen habe, die gerade beim letzten Gegner, 590er-Chars gesehen habe, die beim letzten Gegner hängen. Und ja, da habe ich mir schon fast gedacht, irgendwie, das könnte ziemlich haarig werden. Und anscheinend sind wir jetzt hier auch schon am Ende angelangt. Wir tryen mal noch ein bisschen rein. Ja, viele Tries haben wir jetzt noch nicht. Der hat ja auch keine Widerstände, ne? Also der macht keinen Elementarschaden und hat keine Widerstände. Aber es ist halt ein Magier mit ultra, ultra, ultra viel Leben. Und da kann unsere Kunigunde halt sehr wenig gegen reinlacken, so, ne? Und die Kunigunde ist halt der einzige Random-Faktor, den wir haben hier von den Begleitern, ne? Die halt ausweichen kann und, ja, ja, potenziell am meisten Schaden raushauen kann von allen, ja, Begleitern inklusive mir. Allerdings, ja, sieht der Gegner jetzt nicht sehr viel besser aus als der Gegner im Olymp, ja, der ja, Poseidon, vor dem wir gerade stehen. Das heißt, ja, wir sind jetzt hier, na gut, Poseidon sieht noch ein bisschen schlechter aus, wir sind jetzt hier auf gleicher Ebene. Ich würde wahrscheinlich den Dr. Abawuwu hier mit ein paar Free Tries immer noch angreifen. Ich denke mal, der sollte noch leichter fallen als hier im Olymp. Der Poseidon, davon gehe ich mal aus. Ne? Aber hier ist tatsächlich jetzt schon für mich zumindest Endstation. Ja, das sieht mir nicht so aus, als ob hier noch großartig was fallen wird. Wir machen nochmal ein paar Tries. So, aber ich glaube, hier ist bei mir Sense. Schicht im Schacht. Komme ich erstmal nicht weiter. Ist halt eben ein Intelligenzgegner, ne? Kann man nichts machen. Da ist die Kunigunde, da kann die Kunigunde halt nicht regeln, so, ne? Und die Kunigunde muss halt regeln von den Begleitern. Ziemlich schwierig, ja.
Aber trotzdem lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Ich finde es ja gut, dass wir jetzt hier dauerhaft einen zweiten Dungeon noch weiterhin offen haben, den wir tryen können. Umso mehr haben wir noch ein bisschen so für uns, ne? Aber das war es erstmal soweit, ne? Ich bin ja auch wirklich sehr spät auf Gold geswitcht, deswegen sind meine Skillpunkte dementsprechend noch nicht so hoch. Ich meine, ich habe zwar bald hier die 200k, das ist zwar cool, aber ist halt auch nicht das Stärkste so, was man haben kann. Und hier habe ich halt auch nicht viele Basispunkte so, ne? Also, ja, das ist natürlich so ein bisschen mein Nachteil. Trotzdem werden wir schauen, dass wir, ja, den vielleicht in naher Zukunft auch besiegen werden, ne? Ich werde euch weiterhin natürlich da auch dahingehend auf dem Laufenden halten. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie weit ihr in der Schattenwelt gekommen seid, ne? Oder ob ihr sogar noch in der Lichtwelt hängt, wenn ihr noch relativ neu seid hier im Game. Und ja, das soll es denn soweit mit dem Video so, ja, heute gewesen sein. Bis zur 8. von 10 sind wir gekommen, ne? Weiter geht's erstmal nicht. Dann haben wir noch Shakes und einmal Fidget noch vor uns, ne? Das wird auch ziemlich schwer werden, also wir haben noch ein bisschen was zu tun mit den Dungeon. Aber wie gesagt, ist ja nicht so verkehrt. Alles klar, das war es soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.